Hallo Fight-Fans, ich bin's wieder, Markus Wiemann von Ground & Pound TV. Wir sind heute bei der Neueröffnung von Guidado in Essen. Der erste Laden von Guidado in NRW. Viele weitere werden folgen. In ca. 14 Tagen wird es weitergehen in Lüneburg mit Guidado. Lüneburg, in April geht's weiter in Hannover mit Guidado. Hannover. Und neben mir schon der erste Kämpfer, Nordin Aski, Head Coach vom Bright Gym in Düsseldorf. Nordin, was sagst du zum Laden hier? Sehr schön, schöne Atmosphäre auf jeden Fall, sehr professionell gemacht. Sehr gute Produkte auf jeden Fall da und ich lasse mich noch überraschen, wie bereits. Ich gucke mich gleich noch mal ein bisschen genauer um, aber so wie ich das schon sehe, sind schon sehr gute Sachen dabei auf jeden Fall. Ist eigentlich alles wirklich, was das Kämpferherz begehrt, aber auch alles, was so im Fitnessbereich eigentlich wirklich man auch braucht. Also man sieht ja wirklich, also wir überall Klamotten hier, Equipment und so und auch alles, was man für den Fitness braucht. Hast du schon ein paar Produkte angeguckt hier? Ja, ich habe mir auf jeden Fall ein paar Sachen angeguckt. Ich habe mir natürlich gesehen hier, wie Lonsdale, mein Sponsor, auf jeden Fall in erster Linie ein paar schöne Handschuhe von Ben Lee auf jeden Fall auch. Auch von Hayashi sind auch ein paar interessante Sachen da. Wie gesagt, auch hier Nahrungsergänzungsmittel, sehr, sehr interessante Produkte von Weider bis keine Ahnung was. Also auf jeden Fall sehr, sehr professionell. Auf jeden Fall alles, was ein Kämpferherz ein bisschen höher schlagen lässt. Ja, wie schon sagst, eine sehr breite Produktpalette. Und Nordin, wie wichtig ist das jetzt eigentlich für dich, was wir jetzt endlich mal einen Laden hier in Nordrhein-Westfalen haben? Weil Hamburg ist ja ziemlich weit gewesen. Guidado hat ja wirklich einen super Namen, auch überhaupt in der Szene. Meinst du, wirst jetzt also öfters hier mit deinen Jungs vorbeikommen, ja? Ja, das ist auf jeden Fall richtig, weil das ist so, ich wohne ja auch wirklich nicht weit von Essen. Also das ist echt eine super Geschichte für uns, ja. Da wir ja auch von Guidado gesponsert werden. Also auf jeden Fall... großes Dankeschön auch an Guidado auf jeden Fall, dass ihr endlich mal in unsere Richtung mal eingeschlagen habt. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte und es war halt immer ein bisschen weit, ne? Nach Hamburg, und wenn man was gebraucht hat, dann musste man immer natürlich dann telefonieren hin und her. Das ist natürlich jetzt einfach für uns ein bisschen praktischer, dass ich sage, hey, pass mal auf, ich packe mir jetzt einfach meine zwei, drei Jungs unterm, ab in die Kiste und dann schnell eben rübergefahren. Das sind ja wirklich keine 10 Kilometer bis hierhin, von wo wir trainieren und wo wir auch alle teilweise leben. Deswegen ist das schon eine sehr, sehr interessante Geschichte, dass wir endlich mal hier einen Laden bei uns in der Nähe haben. Ja, und es steht jetzt auch mittlerweile jetzt hier, wenn wir schon mal beim Thema Essen sind, auch Respekt ja vor der Haustür. Und du hast ja jetzt sehr, sehr viele Kämpfer auf der Karte, du kennst ja sogar auch selber. Möchtest du dazu mal was sagen, zu deinen Vorbereitungen auch jetzt und zu deinen Jungs? Weil zwei von denen sind ja auch jetzt auch in die German Top 5 reingerutscht. Der Sufyan Hayadu und ja der Rosti Flaster Tutschny. Möchtest du mal ganz kurz sowas dazu sagen noch? Ja, auf jeden Fall. Wie bereits schon im letzten Jahr verkündet, dieses Jahr wird noch härter durchgegriffen als letztes Jahr. Ja, wir haben letztes Jahr schon eine super Bilanz hingelegt. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden auf jeden Fall. Der Sufyan hat einen phänomenalen Start auch dieses Jahr wieder hingelegt, hat direkt in der Vorrunde von Superior in einem Superfight den Sack zugemacht, genauso wie der Rossi im Tournament logischerweise auch. Ja, es ist noch ein anderer noch dabei am Start, das ist der jüngere Bruder von Martin, auch er ist im Weltergewichtstournament drinnen und wie gesagt, zwei von den Jungs sind schon in den German Top 5. Wir sind die erste Mannschaft in Deutschland, die überhaupt vier Jungs aus einer Mannschaft in der Top 5 drin hat. Wie bereits gesagt, das muss erstmal jemand nachmachen, ganz klipp und klar. Und ja, die Jungs sind einfach im Kommen, die sind motiviert, die lernen schnell, die sind in einem guten Alter, die sind explosiv, die sind, wie gesagt, die lernen quick und die haben echt Spaß an der Geschichte. Und das sieht man einfach an deren Kämpfen, an deren Leistungen. Und ich sag einfach mal, es wird auch Zeit einfach, dass die Jungs in der Top 5 da mitmischen, weil ich sehe das auf jeden Fall genauso. Jetzt gucken wir natürlich, dass wir die langsam nach oben mitschieben, ja. Ich glaube, die sind beide, der eine ist glaube ich vier, der andere ist als Fünfter aufgelistet. Also werden wir gucken, dass wir natürlich schon unter den Top 3 noch mit reinschieben. Aber ich denke mal spätestens Ende des Jahres, wenn die sich den Titel holen, dann ist das unentgänglich, dass die Jungs da vorne mitmischen werden. Aber wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr zufrieden. Martin, wie gesagt, auch sehr, sehr... optimistisch und froh, dass der Bruder auch da jetzt gute Dinge ist.
Auch er hat einen phänomenalen Start am Anfang des Jahres hingelegt, hat einen super Sieg über den Maurice Gruber geholt. Er hat auch gezeigt, wie tough er ist. Weil Maurice Gruber ist ja ein wirklich super Grappler, hat ihn ja nie bei drin gehabt. Ich habe danach mit David gesprochen und der David meinte so, ich hätte mir lieber das Knie brechen lassen, als dass ich hier von wegen hier teppe. Und das zeigt ja auch, glaube ich, wie hart die Jungs sind. Aber das passt ja auch zusammen. Top-Team, wie man sagt, und ein Top-Laden hier, oder? Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Top-Team, Top-Laden, da kann ich mich nur anschließen, auf jeden Fall. Und wie bereits gesagt, wir sind einfach erstmal sehr, sehr froh, dass wir unsere Siege eingeheimst haben, ja, auch phänomenal gut durchgestartet haben, dass wir endlich mal einen vernünftigen Laden hier bei uns in der Umgebung haben, wovon wir auch noch dann logischerweise gesponsert werden. Und ich bin einfach froh darüber, dass man jetzt einfach eine kompetente Anlaufstelle hat, wo man auch einfach mal hingehen kann und sagen, ey, pass mal auf, du, ich muss jetzt eine Diät machen, was kann ich denn da als Ergänzung nehmen oder ich muss vielleicht das eine oder andere, was essen kann ich nicht zum Beispiel, weil ich darauf allergisch reagiere oder wie auch immer, dass man dann sagt, ey, pass mal auf, Junge, du kannst das machen, das machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, auch wenn man hier Klamotten oder irgendwas zum Training braucht, Handschuhe oder wie auch immer, Kopfschützer oder keine Ahnung, oder auch mal einfach nur ein schönes, nettes T-Shirt braucht, dass man einfach mal hier hinkommen kann und sich mal einfach selber die Sachen live angucken kann. Das ist immer ein bisschen was anderes, als wenn man das dann logischerweise online macht. Ja, das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man, wie gesagt, etwas sieht, sieht es im Netz auf jeden Fall sehr gut aus. Ja, und dann bestellt man die Sachen, ja, und dann kriegt man sie nach Hause geliefert und dann guckt man sich das an und dann sagt man, oh, scheiße, das sah dann doch ein bisschen besser aus. Das bleibt auf jeden Fall jetzt aus, da wir jetzt einen Laden endlich mal hier haben und dann einfach selber mal rein und sagen, ey komm, ist ja nicht die Welt, ja, endlich mal im Ruhrpott was, eine Anlaufstelle, wo man sagt, ey komm, wir gehen da hin, gucken uns das an, gefällt mir, nehme ich direkt mit, packe ich ein, ja, falls auch mal was ist, dass man auch etwas umtauschen kann oder wie auch immer, das ist natürlich echt, es ist auf jeden Fall praktisch. Und was du auch wirklich auch sagst mit der Beratung, also das ist wirklich so hier, man hat auch Guido sich einen Namen gemacht, hier ist wirklich Fachpersonal, sind Leute, die sich wirklich auskennen und da kann man einfach schnell vorbeifahren und jemand wirklich sich Beratungsgespräch machen und das ist ja auch ein Vorteil statt online, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein riesen Vorteil, weil im Endeffekt, wenn man online auf eine Produktpalette zugreift, die wirklich enorm ist, dann guckt man natürlich da rein und dann liest man sich ein paar Sachen dadurch und im Endeffekt bleibt so ein bisschen so der Beratungsstatus einfach auf der Strecke so, ja, und das hat man einfach hier, sage ich jetzt mal, nicht, ja, weil man einfach wirklich hier hinkommt und dann gezielt Sachen, sage ich jetzt mal, erfragen kann und dann einfach auch selber gucken kann, so ey, das ist interessant, ja, das kann ich mitnehmen, das passt zu meiner Diät oder wie auch immer oder nach meiner Diät oder wie auch immer, ja, und man hat wirklich ein kompetentes Personal, was sich einfach mit solchen Sachen auch auskennt, ja, und dann, es ist auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, es ist auch angenehm, dass man sich nicht mal hier, keine Ahnung, die ganze Geschichte da jedes Mal Produkt für Produkt durchlesen muss, sondern man geht einfach rein, ja, und fragt er immer, pass mal auf, ich wollte eigentlich was in die so, Richtung so, haben. So, und sagt, ja, genau, und dann sagt er, hey, pass mal auf, ich hab da was für dich, komm mal mit, dann kann man ja gleich auch mal gucken, hier ein bisschen an den Regalen und dann sagt er, ey, hier, das ist zum Beispiel gut oder das ist gut, das passt. Mhm. Aber das ist natürlich sehr praktisch auf jeden Fall. Neunin, hast du zum Abschluss noch irgendwas zu sagen, jemanden grüßen möchtest, irgendwas, was du so möchtest? Ja, ich möchte auf jeden Fall meine Familie grüßen, ich möchte meine Teamkollegen und meine Jungs auf jeden Fall von meinem Team grüßen. Ja, ich möchte dem lieben Gott danken, dass ich auf jeden Fall gesund bin und noch gut mithalten kann. Ja, und den Leuten auf jeden Fall noch zeigen kann, was ich drauf habe. Ja. Und ja, wie gesagt, so dieses Jahr wird ein gutes Jahr, wir werden gut durchstarten. Ich möchte auf jeden Fall meinen Managern, ja, und meinen Sponsoren in erster Linie, Cuidado, auf jeden Fall auch danken, Lonsdale, Ben Lee, ja, Hardcore, mein eigenes Label unter anderem auch, ja, danken auf jeden Fall, dass sie mich unterstützen und immer dabei sind und auf jeden Fall an meine Jungs weiter so fleißig sein. Wir werden Deutschland rocken dieses Jahr. Ja, herzlichen Dank, Neunin, dass du die Zeit genommen hast und wie du es drauf hast, können wir alle gucken. Am 21. April in der Eishalle bei Respect 7. Wer noch keine Karte hat, der soll wirklich Gas geben. Also die werden langsam wirklich rar. Man kann die zum Beispiel auch bestellen bei Vantage Fighting, auch einen von unseren Sponsoren. Wir möchten uns natürlich auch recht herzlich bei Guidado bedanken, weil das ist ja nicht nur dein Sponsor, sondern auch unser Sponsor. Und wie gesagt, wir werden noch viele Interviews bringen. Bleibt dran, Leute. Okay.